warum und weshalb die sich trennen. Weil jetzt habe ich nichts mehr. Oh, ich habe ein extra Leben. Ich werde. Ach, das war aus News from Marissa Land, genau. Ah, sogar die News über Marissa Land Musik. Yay. Auch ein Projekt, was gerade bei mir am Laufen ist. Ich wette, bis dieser Part hochkommt, ist das Projekt zu Ende. Aber eher mehr aus nach Super Mario Land, wie nach New Super Mario Land. Ja, gut. Stimmt. Ja, stimmt, die Musik ist auch aus Marissa Land. Nicht New. Das muss ich auch noch LP'en. Naja. Bei Toho hat man eigentlich immer genug Spiele zur Auswahl. Da wird es eigentlich nie langweilig. Ja, gibt's viel. Mhm. Und genau das ist ja eigentlich das Schöne. Auch wenn ein Spiel schwerer als das andere ist. Boah. Oh, euch Viecher mag ich so überhaupt nicht. Ah. Oh, das war knapp. Ich wette, da oben war ein Secret. Ich könnte mir zu gut denken. Ich muss mal hinkommen. Die Dinger fallen automatisch runter. Ich wusste. Die sahen so sehr danach aus. So, erstmal den Fussel beseitigen. Jetzt habe ich Zeit für die Fee gehabt. Zack und zack. Nichts Gescheites. So. Wie krieg ich dich da oben? Ich glaub's so. Toll. Ach, das liegt an den Blöcken. Die gleichen Griff. Yay! Ich steh ganz oben. Kannst du nicht einfach runterfallen? Ach, die fallen immer in Laufrichtung, okay. Komm her. Oh, der wäre so schön gewesen für meinen Besen. Ich weiß nicht, ich glaube, oben ist irgendwie sympathischer. Ja, natürlich treffe ich genau den einen nicht. Ach komm. Du. Ah, die Musik. Oh Gott. Einfach laufen, Marissa. Ah. Wow, ich hab's überlebt auf Anhieb. Mein Gott. Mehr Glück als Verstand. Oh, Mushroom. Ich will den Mushroom. Ich hatte ein bisschen Schaden. Ich warte, bis du dich umgedreht hast. Scheiß Pusche. Dann bist du nur halb so gefährlich. Also, ja, nur nicht mal halb so gefährlich. Oh, ganz viele Pusche. Oh. Puschelalarm! Brauche ich gar nicht. Ich bin noch voll aufgeladen. Ich hab alle Leben noch. Wow. Da waren ganz viele Pilze oben. Haben die Kleben noch gesagt, oder? Ja. Ja. Nein, das war schon mal nicht. Das war's auch nicht.
Cool, das war eine Schwäche. Oh! Oh, sie mag den Yin-Yang-Ball. Dieser Kampf ist wie bei Pro. Oh! Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Bam! Alter! Ich glaube, ich musste einfach nur überleben, oder? Nein? Okay. Also durch die Schwäche von ihr. Nee, die Schwäche hat, glaube ich, Alice, ne? Ja. Lass mich raten, das war dieser Darkness Ball da von Aegon. Nee. Von Wesen. Ah. Habe ich jetzt so ein kleines Problem? Also in der ersten Form kann ich mit Remo ankommen. Das habe ich ja eben gesehen. Habe ich einen Tank? Nein. Oh Gott. Das wird definitiv lustig. Ich will den Pilz haben, nicht du. Du weißt gar nicht, was du mit dem Pilz machen sollst. Ist sie echt gegen alles immun? Alter, macht die Schaden. Oh, die Red Magic. Also machen wir das wieder. Na, so schwer ist die eigentlich gar nicht. Wenn man sich nicht die ganze Zeit treffen lässt. Nein! Master Spark. Naja, Master Schrei. Ja, gut. Oh, oh, oh. Mir geht so langsam meine Rainbow aus. Und die Red Magic ist aus. Hm. Das wird scheiße. Hallo. Ich darf mich bei der hier nicht so oft treffen lassen. Ich will haben! Mann! Stimmt, bist du noch, oder? Bam! Au! Ich glaube, das wird nichts ohne Red Magic. Wow! Ich bin tot. Ich will nur beim Binden. Macht ihr das immer im selben Abstand oder was mit dem Stall? Nein, wir machen einfach Posen. Wenn du so Arme hier nach oben macht, rennt ihr, und wenn du hier die Arme unten ist, dann schreit ihr. Ah, okay. Gut zu wissen. Toll, jetzt wird's konfus. Das ist nicht ganz easy. Wir hüpfen beide sinnlos rum. Wow, ich hab sie so geschafft. Arme oben. What the? Dann denkt die sich einfach um. Du blöde Marissa, ey. Och nö. Bam. Okay. Okay, da ist ein toter Winkel. Komm, schafft er. Ja. Ja. Boah, ich hab sie geschafft. Und das auch nur mit dem Buster, ey. Nice. Wow. Ich glaube, es sind noch drei Stages. Jetzt kommt noch die mit Alice, dann die Original-Stage in Patchouli, und wie man es ja aus Mega Man-Spielen kennt, haut sie nochmal ab, also drei. Oh Gott, das ist die abgefuckteste Stage, die ich jemals gespielt habe.
Ich meine, wenn sie wenigstens so viel Damage machen würde, dass man an der einen Stelle vorankommt. So. Naja, die Stelle sieht man ja eh gleich. Warte mal. Bringt mich mal um. Oh Gott, das dauert mir zu lang. Ich springe in ein Loch, sobald ich eins bin. Ja! Wie dieses Spiel mich instant verarscht. Ach komm, wird nicht aufgegeben. Ich hau hier jetzt einfach voll drauf. Ich hab doch hier meine Imba-Puppen. Es ist total sinnlos, dass ich hier eigentlich gerade lang laufe. Da die Stelle meine ich. Die finde ich total beschissen. Weil die einfach nicht schnell genug killen kann. Jetzt habe ich ein kleines Problem. So. Wow, okay, so geht das auch. Wie kommt man eigentlich mit Alistair hoch? Mit den Puppen geht's ja scheinbar nicht. Ich sehe keinen Weg, wie man da hochkommen soll. Da Lily Black. Los, schnapp sie dir. Akropuppe. Kommen die. Ja, wollte gerade sagen, kommen die Viecher nicht nochmal. Und auf Eis. Ich hab's. Man merkt, dass ich die Stage schon noch ziemlich gut raus habe. Ich habe die keine Ahnung wie oft damals gemacht. Weil ich einfach den Boss nicht geschafft habe ohne Fähigkeit. Aber ich glaube, so ging das. Ging das nicht hier? Das Gute ist, wenigstens du hast die Schwäche von dir. Oh, das war sehr ordentlich. Ich könnte mir jetzt so meine Energie voll fahren. Also das Truppenboden. Ja, das ist so das Problem gerade. Wow. Geh weg. Wow. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich verreck. Aber ich bin fast bis zum Boss gekommen. Naja. Wie ich mit Patchouli sterbe, aber trotzdem Marissa die Ehre bekommt, dort im Sterben zu liegen. Stirb du, Puschel. Diese Viecher, diese komischen Fussel da, die hatten auch Namen, meinte ich. F-O-I. Gut. Ich bleib dann mal Fussel. Puh, fein, eigentlich. Wow, sehr einfallsreicher Name. Au, ist mir egal. Tschüss. Oh, den will ich haben, den will ich haben. Meiner. Ha. Das ist ein Laser, da muss ich voll reinlaufen. Das denkt man sich, die fehlen wahrscheinlich. Nein! Oh. Oh, komm. Das tat weh. Beim ersten Mal kam ich doch auch so gut durch. Das war der Vorführeffekt, weil ich kein Leben mehr hatte. Wie schön, dass mich das da hinten nicht interessiert. So langsam werde ich aber auch ein bisschen träge. Ich werde müde. Es ist so meine Zeit, wo ich eigentlich aufhören aufzunehmen. Halb vier. Ja. Ich glaube, ich werde mir beim nächsten Tod das Passwort aufschreiben. Wir machen am Morgen weiter.
denke mal, das langt. Erstmal. Ich bin ja mal gespannt, wann ich diesen Part letztendlich hochladen werde. Es ist der 14.07. Ich wette, vor dem 1.09. wird's nix. Wird ja noch genug Projekte am Laufen. Die große Bücherei ist mir meiner Meinung nach einfach zu groß. Boing, boing, boing. Jetzt kommt wieder mein toller Lieblingsteil. Hi, Fee. Verarsch mich nicht. Where? Warte mal, ich mach das erst so. Nein! Shit. Verdammt! Keine, was sind das für. Ja, natürlich direkt am Anfang wieder. Wetten? Jetzt habe ich ein Leben. Jetzt klappt's. Jetzt komme ich hin. Ich hole mir jetzt meine Imba-Puppe raus. Los, Puppe, mach sie fertig. Na gut, hier ist die Puppe jetzt zu finden. Zu eine große Verständnis. Wow. Spring einfach nicht. Wird überbewertet. Los. Puppe. Los. Du bist so nutzlos, Puppe, weißt du das? Was genau hat diese Puppe da jetzt gemacht? Puh. Oh, Mushroom. Wow. Der hätte mich umbringen können. Hat's ja schon geschafft. Ja. Diese Stage ist doof, so richtig doof. Ich kann genau warten. Wow. Die Barriere würde ich nicht verschwinden an deiner Stelle. Vielleicht bringt die hier ja was. Okay, ausnahmsweise ist mal Chiano alleine nicht die. Arschleck. Boah, ich komme hier gerade nicht durch. Ja, das ist echt krank. Ah, ich will immer noch wissen, wie man da hochkommt. Das würde mich echt mal interessieren. Cool. Naja, ich brauche jetzt aber auch echt mal eine Pause. Dann sag ich mal, jetzt erstmal bis gleich. Für euch ist das eh nur ein paar Sekunden.